Zu einer neuen Folge der Talos Principle. Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind wir hier in der vierten Folge. Und ja, in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall die zweite Welt abgeschlossen. Und heute fangen wir einfach mal in der dritten an. Woo! Okay, diese Map, also diese Welt hier, sieht schon mal ein bisschen, ja, vielfältiger aus. Und ja, ich habe in dieser Folge mal vor, vielleicht so viele Siegel zu sammeln wie möglich, denn ich will... Ich will nämlich diese Sachen hier im Tempel schaffen. Also diese zwei... Ach, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. In dieser Glasvitrine. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir gerade folgen. Nur wartet mal. Oh, Schlüssel! Schlüssel! Also hier, Schlüssel! Also können wir uns jetzt hier diesen Jammer nehmen, hier gehen, das benutzen, obwohl hier ja auch so eine Tür ist. Aber gehen wir mal hier hin. Hier ist ein Jammer. Gehen wir hier hin. Nehmen den hier mit. Das hier nochmal, nehmen den hier mit, obwohl sich das jetzt glaube ich gar nicht so gemacht hat. Obwohl doch, wir können den nämlich jetzt hier nach vorne. Jawohl, ist ja eh egal. Oh, also, oh mein Gott, wir haben sogar schon eins fertig. Okay, dann gehen wir am Ende der Folge einfach nochmal in den Tempel und schauen uns das an, was wir da jetzt bekommen dann. So, wir können auch noch, hier können wir nicht reingehen, aber wir können hier nochmal reingehen. Hier bekommen wir, nee, ich will diese orangenen hier machen. Ich will die roten noch gar nicht anfangen. Hier, orange. Sehr viel zu tun. Wieso habe ich hier sehr viel zu tun? Ich will nicht sehr viel zu tun haben. Kannst du das einfach einmal betätigen? So, die Störung hier in diesem Spiel ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Was ist gerade passiert? Jetzt verstehe ich das. Ich dachte, die stören beide den hier. Ich habe nicht genau gesehen. Ja, wie macht man denn das jetzt? Erstmal die ganze Zeit ganz nah immer wieder mit dem rankommen. Ganz nah die ganze Zeit. Also immer näher. Jetzt nicht mehr, denn jetzt können wir ihn nehmen. Wir nehmen den hier. Okay, dann nehme ich dafür jetzt den. Den hier haben wir schon mal. Der... Hier? Der kommt hier so hin. Der kommt... Also einfach immer weiter weg. Der kommt jetzt hier hin. Den nehmen wir. Stellen den hier ab. Dann nehmen wir den, stellen den ab. Nehmen den und stellen den ab. Und die Tür. Alle hier
jetzt hier grüne. Ja, nee. Ja, okay. Ich glaube, es gibt hier keine orangen Teile mehr. Schade eigentlich. Ja, dann gehen wir einfach mal hier rein. Für später aufgehoben. Was? Oh Gott. Ich kann den ja nicht mitnehmen. Ich kann den doch nicht mitnehmen, oder? Die Tür ist verschlossen. Oh, verdammt. Oh shit. Da kommt einfach einer ums Eck. Ja. Alter, wie viele? Was wird denn hier alles bewacht? Sind da die Schlüssel? Wahrscheinlich das Siegel. Oh shit. Okay, ich bin tot, aber ist mir egal. Also, es heißt für später aufgehoben. Ja, ich brauche diesen Schlüssel. Ohne den Schlüssel komme ich hier nicht weit. Ist der hier? Ja, hier ist er. Schlüssel. Oh shit. Wie, den Fehler mache ich nicht nochmal. Dass ich hier voreilige Wege gehe. Oder wie auch immer dieses Sprichwort heißt. Tut mir leid, ich kenne mich mit Sprichwörtern nicht so gut aus. So, also, wir machen den hier. Nehmen das. Oh Gott, jetzt leckt's. Hier den? Okay. Habe ich das nicht eigentlich schon geschafft? Oh Gott, der kommt mir sehr, sehr nah. Wir stören mal den hier. Nehmen wir uns den hier mit. Das darf ich hier. Oh shit. Geh einfach weg. Fertig. Dann gehen wir jetzt wieder in den Tempel. Welt 3 ist zwar nicht abgeschlossen, aber wir können jetzt in den Tempel gehen. Hallo? Ist es jetzt endlich fertig? Hallo? Ich sollte eigentlich gleich die Folge beenden. Okay, Leute. Das heißt, ich muss die Folge hier wahrscheinlich beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen.